Oktober in Rheinhessen. Für deutsche Winzer beginnt die Hauptsaison. Um 8 Uhr morgens macht sich Simone Adams auf den Weg zur Traubenlese. Italienische Weinbaustudenten unterstützen sie. Es wird ein anstrengender Tag, aber eigentlich stellt man sich eine Lese ja auch so vor. Simone Adams setzt auf die mühsame Ernte mit der Hand. Aus ihrer Sicht wichtig für die Qualität. Die 33-Jährige aus Ingelheim will Spitzenweine herstellen. Manfred Felix, ich würde sagen, wir machen 3 Zeilen runter und 4 zurück und können uns dann aufteilen, wenn wir mit 2 Personen in einer Zeile arbeiten. Dann geht es ein bisschen schneller. Gut. Ja? Okay. Die Lese ist deshalb die entscheidende Zeit für sie. So, we go in 2-in-1. Okay. Im Sinne vom Erntedank ist das der Abschluss wirklich und man ist dankbar, dass man ernten darf. Andererseits muss wirklich jeder Handgriff gerade zur Weinlese dann im finalen Punkt so gut sitzen, weil man diese eine Chance nur hat im Jahr, die Trauben zu ernten, um daraus den Wein zu machen. Wenn ich die Weinlese um ein paar Tage versemmle, weil ich das nicht richtig organisiert habe, ist das ganze Jahr daraus, weil der Wein ein Jahr lang verkauft wird oder länger, wird das in die schiefe Bahn geleitet. Hier südwestlich von Frankfurt liegt Deutschlands größtes Weinbaugebiet. Es war lange verschrien für Billigware. Das hat sich geändert. Auch weil eine neue Winzergeneration am Werk ist, die auf Qualität setzt. Nehmen, oder? Von ihrem Vater hat Simone Adams ein 9 Hektar großes Weingut geerbt. Dort baut sie vor allem weiße und rote Burgunder-Rebsorten an. Hier schneiden wir jetzt die faulen Trauben raus, weil wir nur perfekt gesundes Lesegut haben möchten. Was auch den Grund hat, weil wir gerade mit dieser Rebsorte und diesen Trauben eine längere Maischestandzeit machen. Das heißt, die Trauben werden noch länger stehen gelassen, über mehrere Stunden, bevor wir sie abpressen. Und dadurch muss einfach das Traubengut im perfekten Gesundheitszustand sein. Und alles, was nicht drin sein soll, wird dann eben rausgeschnitten, damit das vom Ergebnis her wirklich in Ordnung geht. Gut 6 Stunden brauchen Simone Adams und ihre Erntehelfer für einen Weinberg. Zeit, die nicht jeder Winzer investieren will und kann. Denn es geht auch anders. In einer halben Stunde erntet die Lesemaschine einen ganzen Weinberg ab. Weinleseromantik ist das nicht. Faule Beeren lassen sich so nicht aussortieren. Aber wenn die Trauben in Ordnung sind, gibt es keinen Qualitätsverlust. Heute geht ja alles über Computer mit Joystick. Ich brauche nur den Joystick zu bewegen und alles nur mit Hand noch zu bewegen. Die Betriebe werden immer größer und die Fläche müssen hier bearbeitet werden. Und das ist halt maschinell, das ist alles viel, viel einfacher. Nicht immer verarbeiten die Winzer ihre Trauben auch selbst. Diese hier landen in einer Großkellerei, die Trauben aus ganz Rheinhessen kauft. Hier rollen alle paar Minuten Traktoren mit frischen Trauben an. Die Kellerei in Lohnsheim zählt zu den größten Weinherstellern Deutschlands. Eigentümer Wolfgang Trautwein leitet den Betrieb. Seine Vertragswinzer liefern täglich rund 500.000 Kilo Weintrauben. Das heißt Stress. Das ist eine Zeit, in der, das kann man schon sagen, die Nostalgie hinten ansteht, nicht wie früher, sondern es ist 24 Stunden harter Einsatz. Wir haben kaum Luft zum Atmen und versuchen so schnell als möglich die Ware zu verarbeiten. Das geht nur mit der Hilfe moderner IT-Systeme. Welcher Winzer welche Rebsorte wo abkippen darf, wird über ein Programm gelenkt. Wenn es grün wird, können wir dann abladen. Okay, mal Ruhe.
Auch ihren Weg in die Pressen finden die Trauben computergesteuert, um danach als Saft in riesige Tanks gepumpt zu werden. Wolfgang Trautwein ist den ganzen Tag auf Achse. Immer wieder bespricht er sich mit seinen Ingenieuren. Sie kontrollieren Temperatur, Füllstand und den Gärprozess in den Behältern. Florian Wernersbach ist einer dieser Wächter über die Tanks. Zig Millionen Liter Traubensaft müssen er und seine Kollegen überwachen. Ohne Hightech undenkbar. Und wenn wir diese Technik nicht hätten, würde sich das erheblich länger nach hinten schieben und wir könnten dann diese Menge an Saft überhaupt nicht verarbeiten. Also die Technik ist unerlässlich im Prinzip für die Geschwindigkeit der Verarbeitung hier. Simone Adams muss selbst mit den Schläuchen kämpfen. Nachdem sie den ganzen Tag mit der Traubenlese verbracht hat, steht die promovierte Agrarwissenschaftlerin am Abend noch stundenlang im Weinkeller. Das ist ja gerade der Charme, dass wir wirklich bei jedem Arbeitsschritt hautnah dabei sind und nicht alles über Tasten steuern. Auch am nächsten Tag muss Simone Adams selbst ran. Ein paar Flaschen bekleben, die ihre Helfer vergessen haben. Auf die Etiketten ist sie besonders stolz. Ein Designerentwurf. Zunächst, wenn man auch noch unbekannt ist, aber trotzdem Anspruch hat, hohe Qualität zu produzieren, möchte man natürlich auch, dass der erste Schritt auf das Produkt zu, was das Etikett ist und vermittelt, auch positiv ist und vielleicht auch einen kleinen Überraschungsmoment hat und aber auch einen hohen Wiedererkennungswert. Die persönliche Note ist der Winzerin wichtig. Deshalb bringt sie ihre Weine Stammkunden in der Nähe manchmal auch selbst vorbei. Super, dass du da bist. Hi. Hi, Nora. Ich helfe dir erstmal. Komm mal mit, die neue Lieferung. Zum Beispiel Nora Breyer, die in Rheinhessen ein Sternerestaurant betreibt. Gut. Ja, hier ist der Wein. Also ich frage bei mich ihr dürfen nur ausgewählte Tropfen ins Glas. Für Gäste mit Ansprüchen. Das könnte sein. Vielen Dank. Schau mal her. Und das schöne Idee. Auf dann wohl. Auf Gläschen Grauburgunder. Genau. So eine leichte Himbeere am Gaumen, ne? Also das ist einfach. Das ist stark, das ist außergewöhnlich, so ein bisschen vegetabile Noten darin. So fast verschlossen auch in der Nase. Der Endverbraucher will heute das Gesamterlebnis. Der möchte nicht einfach nur noch, der trinkt nicht ein Glas Wein, einfach weil er vielleicht Lust hat, was zu trinken, sondern er will die Gesamtstory um den Wein drumherum. Zurück zur Großkellerei. Den Hauptumsatz macht der Betrieb mit Wein für den Supermarkt. Der Jahrgang 2013 steht schon bereit. Sehr gut. Und der wird nächste Woche schon über die Abfüllung und dann übernächst im Regal sein. Und wie schmeckt er? Wir sind sehr zufrieden. Jung und frisch, wie er sein soll. Wenn man bedenkt, dass der vor kurzem noch im Stock hing und jetzt schon wieder im Glas. Und das können sie eigentlich nur mit Hightech machen. Denn auch die Nachfrage ist hoch, vor allem nach der erschwinglichen Flasche. Wein ist heute ein Lebensmittel. Wein gehört eigentlich zu jedem guten Essen dazu, wird auch vom Verbraucher nachgefragt und in einem Segment, was bezahlbar ist für die Leute. Und so verlassen täglich zig Tankwagen mit tausenden Litern Wein den Betrieb in Richtung Abfüllstation. –
während die Traubenlieferanten auf der anderen Seite schon wieder für Nachschub sorgen. Was aber nicht heißt, dass hier jeder Weinbauer einfach abkippen kann, was er will. Die Winzer müssen strenge Auflagen erfüllen. Nee, das können wir gerne machen. Also, wir machen das so. Wolfgang Trautwein hat viele Weinbauern seit Jahren unter Vertrag. Am Morgen, übermorgen können wir dann Nägel mit Köpfen machen. Für den Weinbauingenieur ein Geschäftsmodell mit positivem Nebeneffekt. Wenn Sie heute sehen, dass gewisse Volumen vom Markt nachgefragt werden, das kann ein einzelner Betrieb gar nicht. Und wir sind eben die Kette dazwischen drin, von dem Erzeuger bis zum Handel. Und wir sind praktisch auch eine gewisse Existenzsicherung für die kleineren Winzerbetriebe, die heute als Traubenproduzenten das Ganze betreiben. Simone Adams macht lieber ihr eigenes Ding. Geht lieber einmal zu viel durch den Weinberg als einmal zu wenig. Und kontrolliert mit diesem Gerät akribisch, ob die Beeren die richtige Reife haben. Und das macht den Reiz eigentlich des Berufes aus. Deswegen möchte ich mich auch gar nicht sehr vergrößern in Zukunft, sondern behalte lieber eine kleine Fläche bei, die aber voll überwacht wird und wirklich meine Handschrift trägt. Ob Hightech oder Handarbeit, es ist eine Frage der Philosophie, wie Deutschlands Winzer ihre Weinberge bewirtschaften.